zwar, Inter wurde dann nicht in den Clinchgriff. Wenn er innen ist, dann hat er zwei Knietechniken gemacht. Rechts, links am besten. Dann arbeite ich mich gegen seinen Widerstand ebenfalls in den Clinchgriff, sodass ich innen bin. Wenn ich innen bin, darf ich zwei Knietechniken machen. Dann ist er wieder. Eins, zwei, Knie, Knie. Da ist ein guter Widerstand, macht es im Partner aber möglich. Die Knietechniken dürfen Halbkreis-Knietechniken sein, bis oben zur Schulter, bis zum Oberschenkel. Genauso gerade Knietechniken zum Oberkörper, zum Oberschenkel. Okay, machen wir weiter. Einarbeiten, Knie. Also wir haben im Grunde Halbkreis-Knie-Schlag. Oberschenkel zum Oberkörper als Kniestoß mit Hüfteinsatz und Kniestoß vorwärts. Kniestoß vorwärts, man kann vielleicht auch Knieschlag vorwärts machen, ausholen auf den Oberschenkel. Immer zwei Stück, anderen Partner, los geht's. Und kommt mit dem Halbkreis Knieschlag rechts zum Körper. Als allererstes, wenn ihr den Kniestoß genommen werdet, wenn jetzt das Knie kommt, dann steht mit dem rechten Knie, mit dem rechten Schienbein nach vorne. Schienbein auf Oberschenkel. Aus der Position. Mit dem unterm Arm durchgehen, um den Rücken herumgreifen. Für Hüftwurf. Los. Zumachen. Block mit dem Knie. Also jetzt nicht nur ein einfacher passiver Schienbeinblock, sondern ihr marschiert nach vorne, wenn das Knie kommt. Unterm Arm durch. Kontakt suchen. Abschlusstechnik. Ich setze das andere Bein hinten über und belasse jetzt mit dem rechten Bein, die Innenseite vom rechten Bein. Halbwurst. Hier versuche ich genau vor dir zu stehen und mit den Füßen, ihre Füße zu blockieren. Das Knie beugt, ist tiefer als ihr Knie, blockiert den Unterschenkel mit dem eigenen Unterschenkel. Sie hat den Arm eh schon unter meinem Arm. Wenn sie mich jetzt wirft, bleibe ich hier dran. Rutsch mit der anderen Hand runter. Hand auf die Schulter. Die andere Hand ist über dem Ellenbogen zu Armriegel.
Schmerz und die Richtung vorgeben. Und hoch aufs Knie, so, Marashigiri und raus. Weiter oben ist als die andere. Das kann die rechte oder die linke sein. Wenn er jetzt kommt, kriegt eine nach unten, eine nach oben. Es kann rechts startet oben, es kann sein, links startet oben. Dann nehmen wir die anderen auch noch dazu, dann haben wir vier Möglichkeiten. Armriegel am Boden und gehe bitte Richtung vor. Jetzt kann ich mich noch unter dem Arm durchmogeln und einen Seitstreck heben. Oder aus der Position, in der wir waren, wieder Marashigiri als Abschluss, dann wieder aufbauen und von vorne. Dazu nehmen wir jetzt noch die Würgeangriffe.